Willkommen, meine Freunde. Heute geht es um das Thema, sind Ausnahmen erlaubt? Kann man sich einmal in der Woche zum Beispiel Fleisch gönnen oder einmal die Woche ein Ei oder eine Fertigpizza oder so weiter? Ich bin der Meinung, es ist nicht erlaubt. Ich bin absolut der Meinung von bestimmten Professoren, wie zum Beispiel McDougall, die auch sagen, das ist nicht die Lösung. Ein Alkoholiker, wie kriegst du einen Alkoholiker vom Alkohol weg? Du gibst ihn nicht anstatt einer Flasche am Tag einen Shot am Tag, dann ist er immer noch Alkoholiker. Du sagst einem Raucher nicht, anstatt 20 Kippen am Tag, rauch eine Kippe am Tag, weil dann ist er immer noch Raucher. Genau das gleiche gilt für Ernährung, meiner Meinung nach. Zum Beispiel, ich werde euch hier unten ein Video verlinken von Dr. Greger, der hat gezeigt, anhand von Studien, dass ein Ei die Woche das Diabetesrisiko um 76% steigert. Ein Ei die Woche. Ja, das liegt halt daran, dass das Ei sehr hoch an Fett ist und Cholesterin, und das ist halt das Problem bei Diabetikern. Also das löst Diabetes aus im Endeffekt. Und deswegen bin ich absolut nicht dafür. Auch wenn Leute mir schreiben, ja, ich esse vegan, aber ich esse einmal die Woche Fleisch. Und dann frage ich die Leute, was für einen Sinn soll das haben, einmal die Woche Fleisch zu essen? Um was zu tun? Ja, was willst du damit erreichen mit einmal? Und dann kommt keine Antwort mehr, ja, weil es keine Antwort darauf gibt. Ne? Warum sollte man einmal die Woche seinen Körper zumüllen und dann, ja, warum macht man sowas? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wenn du schon sauber ernährst, dein System sauber machst, dein Darm wird langsam sauber, das ist ja eine Sache von Jahren. Und wenn du dann einmal die Woche dein System wieder zumüllst, ja, dann ist alles wieder zunichte gemacht. Das ergibt doch gar keinen Sinn, ja, das ergibt keinen Sinn. Mäßigung oder Ausnahmen machen oder so. Mach Ausnahmen im veganen Stil. Ja, und nimm nicht diese ganzen tierischen oder Fette und Proteine zu dir. Das ergibt einfach keinen Sinn, diese Ausnahmen zu machen. Ich bin absolut nicht dafür, Ausnahmen zu machen und abzudriften irgendwie. Ja, ich bin Veganer, aber ich gebe mir zweimal die Woche irgendwie eine Tiefkühlpizza, die nicht vegan ist. Ja, dann schmeißt du alles über Bord. Wofür hast du dann sauber gegessen? Ja, wofür? Wenn du dein System wieder zumüllst, ergibt doch keinen Sinn. Also ich bin nicht für Ausnahmen, kann ich absolut nicht empfehlen. Ich verlinke euch unten das Video von Dr. Greger, der die Studie zum Ei macht. Und genauso ist das Gleiche, wenn man zum Beispiel Fleisch isst oder Milch trinkt, da hast du auch diese ganze Hormonbelastung. Und du nimmst das nur einmal die Woche zu dir. Also hältst du diesen Status in deinem Körper, Antibiotika, Hormone und so weiter, hältst du aufrecht. Ja? Du gibst immer einmal die Woche irgendwas rein und hältst es so gesagt aufrecht immer, anstatt das langsam mal auszuleiten, den ganzen Dreck. Von daher, das ist meine Meinung zur Mäßigung und Ausnahmen machen. Ich bin absolut dagegen. Und ansonsten, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.